So. Woher kenne ich denn den Namen Witzel? Achso, der ist Belgier, ne? Oh. Belgischer Nationalspieler. Witzel. Genau. Da fällt mir ein, hier in Belgien der andere mit dem Afro. Wie heißt denn der nochmal, der jetzt den blonden Afro hat? Ach, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Ich hatte den in Ultimate Team in FIFA 15. Hatte ich den als Karte gezogen. Aber weil ich ihn nicht kannte und ich wusste, wie viel wert er ist und ich in dem Moment gerade keinen Bock hatte zu gucken, habe ich ihn einfach mal so für 2000 Münzen verkauft. Das war die einzig gute Karte, die ich jemals, glaube ich, im Random bekommen habe. Und ich habe sie natürlich vergeigt. Nicht vermählen, der ist von... Das ist ein anderer. Fällt seinen Namen nicht ein. Aber von David Hasselhoff hat ein Lied namens Limbo gemacht. Ich wusste gar nicht, dass David Hasselhoff so Wörter wie Limbo überhaupt... Ach so, wegen Limbo Dance. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich denke bei Limbo halt an den Limbo, an die Vorhölle. Jetzt gar nicht an den Tanz gedacht. How low can you go? Fellaini, genau. Genau. Für 2000 Münzen habe ich den verkauft. Ich bin so ein Trottel. Einer der besten Spieler. Ich meine, am Ende war es eh egal. Hinterher hatte ich irgendwie Sokratis in der Player of the Season Karte und... Ach guck mal, man kann doch drüber hüpfen. Und sowas. Aber da, das war relativ am Anfang. Das hat mir dann schon wehgetan. So. Jetzt. Was machen wir denn jetzt hier? Weil ihn killen... Können wir machen. Wird aber lange dauern. Obwohl, vielleicht. Okay. Verstehe. Verstehe, verstehe. Challenge accepted. Wird Zeit für den ersten. Wird für den ersten was. Na, das macht jetzt weniger Schaden, ist das Problem. Kommt ja hier nicht durch, ne? Nee. So, warte mal. Dafür sollten wir uns dann aber schon ein Longbow nehmen, weil mit dem Shortbow werden wir da nicht weit kommen. Genau. Mehr Range. Obwohl 50 Range hat der nur? Hm. Bei Humbleband... Die ganze Sonic Collection... Warte mal, die jetzt für Steam... Lodin... Die wollte ich mir sowieso holen. Warte mal. Ich guck mal eben. Ehrlich? Gut, dass ich da einen Link direkt habe. Humble. Da. War mal ganz unten. Mittlerweile ist es irgendwo in der Mitte. Sonic, 25 Jahre, tatsächlich. Für Steam. Ist da Sonic 2 auch dabei? Weil wenn nicht, dann nicht. Das ist aber Genesis, nicht Genesis. Ich meine, oh, nee. Hä? Warte mal. Das ist doch das Falsche, oder nicht? Sonic Adventure 2... Moment, es gibt Sonic Adventure 2 für Steam? Warum sagt mir das denn keiner? Okay, ist gekauft. Allerdings ist momentan Average bei 10 Euro. Ja, okay, für Sonic Generations. Sonic Generations ist ein geiles Sonic übrigens, by the way. Sonic 4 kriege ich dann auch, aber nur Episode 2. Lost World. Warte mal, welches Sonic 2 ist denn das hier? This game is redeemed as DLC for the Sega Mega Drive and Genesis Classics in your Steam Library. Ach so, okay. Aber das kriegt man direkt dabei. Aber das für Genesis, das ist nicht das Sonic 2, was ich kenne. Für ein Mega Drive. Hm. Krass. Hol ich mir nach dem Stream. Zeit für den ersten. Warte mal, was meinst du, Armageddon, mit dem ersten? Und Nano? Worüber redet ihr? Das war sein Halbbruder, Lord Wilmots. Genau, weil ich immer so motze.
Das sind 44. Und wenn ich hier mit dem... 3. Okay. Ja, der hat zu wenig Reichweite. Dürfte mich eigentlich hier nicht treffen. Perfekt. Aber ich ihn da. Mal gucken, ob unsere 50 Pfeile dafür reichen. Oh, 40. Sorry, dass ich das jetzt so cheese, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt keinen anderen Weg. Weil da hoch geht's offensichtlich nicht. Und ich würde ihn doch ganz gerne tot sehen. Vom 1. Juli. Ach so, ihr meint, der 1. Juli kann ich aufs... Ah, ihr redet. Ich dachte irgendwie, am 1. Juli kommt irgendwas raus. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob meine Pfeile dafür reichen. Das habe ich damals übrigens beim ersten Teil auch gemacht mit dem, Drachen. Kleine Akupunktur. Jawohl. Er soll sich häufiger hier hindrehen, weil ich dann, mehr Damage mache. Neues Gehalt, ja, ja. Ich habe mein Gehalt noch für den Monat gar nicht eingeholt. Moment, kann ich den da... Na, aber es bringt nicht so viel. Kann ich ihn auch da treffen? Nee, da kann ich ihn nicht treffen. Auch da nicht. Hm, okay. Ich will ihn halt an dem nächsten Punkt treffen, an dem es geht, aber... Scheint es irgendwie keinen zu geben. Ja, genau da. Am Hals zum Beispiel. Ah. Aber dafür muss er sich schon in meine Richtung drehen. Ich hab nur noch 26, das reicht nicht, verdammt. Wie doof ist das denn? Was für eine billige Tötungs... Art. Aber hey, David gegen Goliath. Intelligenz gegen rohe Power. So ist das. Dafür können wir uns währenddessen unterhalten. Das ist natürlich geil. Das ist dann wahrscheinlich der erste Humble Bundle, den ich mir nach, glaube ich, 2 Jahren besorgen werde. Wofür habe ich den jetzt bekommen? Hey! Wo ist der denn jetzt hin? Das ist ja doof. Wie? Hat er sich einfach verzogen? Na toll. Frage ist natürlich, wohin? Hm. Wie viele Bosse hast du down? Seit wann, meinst du? Nano. Seit heute? Heute haben wir einen, glaube ich, gelegt, ne? Hallo Underworld, Skyrim-Feeling. Genau, Norinx. Ach, und Crazy Man, hallo, guten Mittag. Hm. Tja, das ist ja jetzt doof, das sehe ich ja jetzt. Aber dafür können wir jetzt alles looten, was da... rumliegt. Da nervt uns jetzt keiner mehr. Das ist das Schöne. Weg da. Ich habe da was am Fuß. Und uns hier vielleicht auch noch ein bisschen umgucken. Large Soul. Da kann ich mich auch gleich umgucken. Da. Da ist ein Mob, ne? Ja. Geht's auch nirgends lang. Hier auch offensichtlich nicht. Und Sirius Moinsen. Aha, der Dizzy hat aufgehört zu streamen. Oder wo kommt ihr alle her? Claymore. Hm. More Clay. Claymore. So, so. Oder habt ihr jetzt alle Feierabend? Alle gleichzeitig. Ember. Club. In the club. Du lurkst schon die ganze Zeit. Ach so. Okay. Es ist immer so, irgendwann zwischen 16 und 18 Uhr kommt immer so ein Schub, wo ganz viele Leute gleichzeitig aber auch immer, komischerweise. Ich denke mal, wenn einer anfängt, dann kommen die anderen auch alle und machen das Gleiche. Und sagen dann auch alle Hallo. Also freut mich. Freut mich natürlich. Das soll jetzt nicht klingen als, keine Ahnung. Ich komme von der Arbeit. Ich komme von der Arbeit. Sehr gut. Die Kohlen müssen ja auch in eine Tasche, ne? Was ist denn hier noch? Hier noch irgendwas? Wir müssen die Kohlen ja reinkommen.
Das hat ja jetzt auch nicht so viel gebracht, Mist. Wenn du Freunde hättest, würdest du Golf with Friends kaufen. Hm. Ich nicht. Ich habe schon viel zu viele von diesen Freundesspielen gekauft. Aber es gibt doch jetzt dieses Destruction Golf oder nicht? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Für die Leute, die keine Freunde haben. Also für Leute wie uns, Lodin. Was dies mit den Kohlen? Insanity. Guten Tag, Feierabend, was ist das? Gute Frage, ne? Muss irgendwo einstellen, dass die Windows-Taste auf meiner Tastatur standardmäßig. Hey, wie komme ich denn da hin? Standardmäßig aus ist. Das ist halt das Coole an Dark Souls. Du kommst ins Startgebiet, obwohl du irgendwie 40 Level schon hast oder so. Und wenn du nicht aufpasst, können die ganz einfachen Pillepalle-Gegner dir immer noch ordentlich die Fresse polieren. Noch nicht den. Kannst du auf deiner Tastatur per Knopfdruck machen? Ja, ich ja eben auch. Und ich mag die Farbe halt von der Taste besser als Moment. Muss mal kurz antworten. Wann war das? Ich ja eben auch, genau. Und die Taste ändert dann ihre Farbe von Rot zu Blau. Und ich möchte die halt die ganze Zeit in Blau haben. Und die Windows-Taste halt aus. Und ich möchte halt, dass sie von Anfang an schon blau ist. Aber Bayer, also. Hallo Paul, beim Laptop? Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es beim Laptop funktioniert. Ich habe bei einem Laptop bis jetzt, glaube ich, nur die Festplatte ausgetauscht. Das geht, je nachdem, was du für eine hast. RAM, keine Ahnung, ob da auch Sticks drin sind oder wie das bei RAM funktioniert. Ja, hier sind wir jetzt wieder beim Bonfire. Hier ist dann offensichtlich nichts mehr. Sonst hätte ich nämlich ja auch einfach am Was hat denn das damit eigentlich hier auf sich? Das sieht irgendwie. Aus. Grundsätzlich easy. First World Problems, genau das meine ich. Aber geht dann. Das sind natürlich wirklich First World Problems. Na, draufhauen kann ich auch nicht. Strange. Klicken kann ich hier nicht. Okay, dann halt nicht. Und das? Scheint dann auch nichts zu sein. Wie seht ihr denn aus? Kann ich hier anschießen? Goblins mit Flügeln und Kronen. Gut. Dann haben wir, glaube ich, das Gebiet soweit abgesucht. Hier scheint nichts mehr zu sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann hätte ich noch ein Gebiet. Und zwar direkt am Schrein. Da oben steht ja einer. Der mehr oder weniger auf uns wartet. Der uns ja schon einmal richtig gekillt hat. Da würde ich dann auch mal eben hin. Und hier könnten wir auch gucken. Normalerweise, also da stand ja jetzt was von Doll. Ne? Und die Puppe gab es in Dark Souls 1. Oder konnte man eine Puppe sich besorgen, mit der man dann in
die Painted World of Ariamis kam, ganz am Anfang. Direkt in der Zelle, in der man auch angefangen hat. Das heißt, vielleicht haben sie hier den gleichen Trick nochmal angewendet und wir müssen da auch nochmal hin. Bei deiner bleibt das Licht gleich, egal ob an oder aus. Achso. Ja. Bei mir kann ich das einstellen. Ich könnte natürlich auch für an und aus die gleiche Farbe einstellen. Corsair ist da sehr, sehr frei, was das betrifft. Aber. Sind wir gestorben eigentlich? Irgendwer hat uns, glaube ich, gekillt, ne? Das heißt, die 10.000 Seelen, die da irgendwo rumlagen, sind für immer weg. Okay. Alles klar. Dann haben wir ja hier eh nichts zu tun. Dann killen wir mal, oder versuchen wir mal, den Kollegen hier zu killen. Hallo? Hä? Bin ich da nicht letztens durchgekommen? Ah, jetzt. Strange. Strange. Muss ich wohl nur lange genug gegenlaufen oder so. Diese RGB-Fanatiker. Naja, 10 Euro mehr und du hast RGB. Ich finde, da ist... Oder so, keine Ahnung. Ich wollte halt eine schöne Tastatur haben. Die zieht mich ja auch in ihren Bann, ne? Hier scheint nichts zu sein, außer... Ein paar Gräber. Gräber. Moment. Gut. Der ist schwer natürlich. Obwohl, ja, nee, von der Sorte Gegner haben wir, glaube ich, noch keinen einzigen gelegt. Da haben wir ja schon ein paar andere noch getroffen. Zum Beispiel da auch bei der Road of Sacrifices. Ich gucke mich... Obwohl, ne, hier habe ich mich schon umgeguckt, ne? Mir fällt gerade ein, da, wo wir gerade waren, da war noch was zum Looten. In dieser Leiche, die im Fenster hing. Und nicht vom Glockenseil, sondern wirklich aus dem Fenster. Bist alleine so durch mit der 910? Ja, Qualität hat ihren Preis. Es war mein Geburtstagsgeschenk, okay? Jetzt kann man auch mal 170 Euro ausgeben, finde ich. Für eine Tastatur. Eieiei. Ich hätte gern sein Schwert. Vielleicht kriege ich das ja. Bye bye. Allerdings kriege ich so sein Schwert natürlich nicht. Aber dafür ist er tot. Immerhin. Immerhin ist er dafür tot. Was haben wir hier? Boah. Was soll denn das? Wie, das not open from this side? Wo geht's denn hier noch hin? Ist doch sonst nix. Hä? Ich dachte, da komme ich dann rein und kann mir dann da im Schrein die ganzen... Sachen holen. Was soll denn das? Von der anderen Seite komme ich da doch gar nicht dran. Lasst uns mal gucken. Oh, was hängt denn da im Baum? East-West Shield. Was? West Coast. Moment, ich verpasse gerade mega viel im Chat. Ich soll mir den Chat mal übers Spiel legen oder so. Sag das mal einem Azubi. Ich habe als Azubi mehr Geld gehabt, als ich jetzt habe. Insanity. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld gehabt, wie damals, als ich Azubi war. Am Ende Zivis, dann vielleicht. Gut, und wenn ich einen Sommer lang arbeiten war, das natürlich auch. Aber. Das ist ja auch noch was anderes. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie komme ich denn da? Komme ich denn da hin?
Na, das wird ja wahrscheinlich dann hier nicht der Weg sein, ne? Ah, schade. nee. Da komme ich ja auch nicht hin. Wenn, dann bringt mir das nichts. Versuchen wir es mal. Vielleicht finden wir hier einen Trick, den wir dann Speedrunnern verraten können oder so. Ne, okay. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Sehr gut. Nice. Was natürlich ganz praktisch ist. Ah, schade. Was nichts kostet, ist auch nichts. So sieht's aus. Was hast du für eine gekauft? Der jetzt ich. Die Corsair K75. Strafe Silent MX Schalter und so. Oh. Offensichtlich haben wir hier einiges noch nicht aufgedeckt. Nee. Lass mich doch mal hier. Noch ein Schild. Wie viele Schilde gibt es denn hier? Hier hätten wir mal ein bisschen früher hinkommen müssen, so wie es aussieht. Immer schön, sich an so eine Klippe zu stellen und nicht zu gucken, was hinter einem steht. Da war der Kampf, genau. Gegen den... So. Und dann sind wir jetzt hier wieder, ja. Hä? Das muss mir mal jetzt jemand erklären. Da ist auf jeden Fall kein Weg von da hinten. Ist kein Weg nach da. So, wie komme ich jetzt in diesen Turm da rein? Es hat ein bisschen was von Tomb Raider hier. Nur dass Lara Croft da drin wohnt. Und man dieses Startgebiet dann quasi mehr oder weniger diese Menschen schon die ganze Zeit... gutachten kann. Oh. Ach, die waren auch schon. Ja, ja. Okay. Und hier ist dafür, aber da komme ich ja nicht hin, ne? Das ist quasi da, wo wir angefangen haben. Und von da... Moment! Da war doch noch was. Da war doch das Viech, wo stand Turn Back. Das müsste man sich auch nochmal angucken. Stimmt ja. Hier, siehste? Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin, da haben wir schon alles rausgeholt. So, pass auf. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht zurück, aber... But... Wir können hier das Feuer nehmen und einen Schritt zurück machen. Obwohl doch, wir würden glaube ich sogar zurückkommen. Aber das muss ich jetzt nicht, weil dann muss ich die ganzen Viecher vom Startgebiet ja nochmal killen. Will ich einen Tipp? Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Cemetery of Ash müsste das dann sein, ne? Guck mal, kann man den, auf dem Bild schon den Turm von Weitem sehen. Und hi, Ivoris. Das Not Open from This Side Edition, genau. Genau so sieht's aus. Hm. Sieht schön aus. Ich liebe das, diese alten, verkommenen Burgen. Ne, Dark Souls 1 hatte das ja auch so richtig gut gemacht. Nice, nice. Aber, da wollte ich ja nicht hin. Wo wir hier hin wollen, ist... Hm, warte mal. Lass mich nochmal kurz hier umgucken. Bin ich hier schon wieder? Hä? Was war das denn? Ich bin irritiert. Und wo geht's hier hin? Trick was? Aha. Spoiler. Spoiler Alert. Okay, hier ist auch nix. Und Hater, Moinsen. Will ich alles blind machen, genau. Genau, genau. Es sei denn, es geht nicht ums Spiel. Eben.
Komme ich ja gerade her, oder nicht? Warte mal, wo ist denn jetzt... Hä? Jetzt bin ich aber irritiert. Die war doch irgendwo... Irgendwo hier. Wo stand das denn jetzt? Jetzt habe ich mich, glaube ich, selber veräppelt. Kann das sein? Gucken wir doch mal. Schauen wir doch mal. Ach so. Moment. Es ging noch weiter zurück. So. Siehst du. Hier war das. Aha. So. Und dann glaube ich da lang, ne? Gucken wir mal, was da so gibt. Sag mal! Jetzt halt doch mal kurz still. Game of Thrones!